Servus, der Max hier vom Musikhaus Taunus. Heute wieder mit was ganz Feinem, und zwar der MacMahon Heartbreaker Custom. 2P90, Volume, Tone, abgeschnittene Telebrücke, 3-Wegeschalter. Mehr braucht das Gitarristenherz eigentlich nicht. Korpus besteht hier in dem Falle aus Erle. Sehr, sehr schön leicht, super selektiert. Sind wir bei 3,3 Kilo in etwa. Und das fühlt sich einfach super angenehm an. Hals, Ahorn, wie man das kennt. Und Griffbrett, ebenso wie man das kennt, aus Rosewood bzw. Palisander. MacMahon baut in Israel, und das sind traumhaft schöne Gitarren. Ansprache, Feeling, Mojo, das haben die eine Menge. Und ansonsten würde ich euch jetzt noch mal kurz die Pickup-Position zeigen. Und das Ganze wird über einen Kaufmann Mark One gespielt. Kaufmann ist ein niederländischer Hersteller, baut auch unter anderem super Gitarren. Basis ist ein Marshall JTM 45. Und ja, wir hören uns das Ganze jetzt einfach noch mal an. Wir starten mit dem Halstonabnehmer. Aber vorher will ich euch noch mal die Rückseite zeigen. Denn auch ein schöner Rücken kann entzücken. Der war schlecht, ich weiß. Genau. Starten mit dem Hals. Beide Pickups zusammen. Und der Steg-Pickup. Jetzt das Ganze nochmal mit ein bisschen mehr Gain. Und der Halspickup. Die Mittelposition. Macht eine Menge Bock, das Teil. Fühlt sich mega, mega geil an. Probiert selber aus, kommt vorbei, spielt sie an. Ihr findet sie selbstverständlich auch bei uns im Webshop unter www.musikhaus-taunus.de. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann meldet euch einfach bei uns. Bis bald.